Und weiter geht's mit Mission 80. Wir wollen jetzt bald mal angreifen. Wir haben jetzt auch langsam mal die Möglichkeiten dazu. Wir hatten ein paar Triebböckchen aufgebaut. Herr Kalif. Mit dir werde ich jetzt gleich ein schönes Hühnchen rupfen. Eine Nachricht von Wazir. Lasst meine Burg in Frieden, Elender. Hab ich wieder irgendwas getroffen? Tut mir leid. Obwohl, tatsächlich, ich weiß es. Das würde der Emir. Warum kommt der Emir eigentlich immer offensiv mit seinem berittenen Bogenschützen? Das macht er eigentlich. Zumindest in den KI-Kämpfen macht er das. Nee. Er macht sie, wenn ich mal will. Ja? Aber wenn es einem auf den Sack gehen kann, dann kommt er immer mit seinen auf einmal seinen gerittenen Ansalami da. Auf Arma. Wir sind bereit. Es werden Waffen benötigt. Ja, so langsam. Ja, das reicht jetzt eigentlich. Die richtig eingesetzt und richtig durchratternd, vor allem weil der noch einen negativen Angstfaktor hat. Wir haben so einen Stärkebonus. Was wünscht ihr? Eine Nachricht vom Emir. Ich habe eure irritierende Anwesenheit nun schon lange genug erduldet. Warten wir noch den Angriff vom Emir ab. Dann können wir eigentlich loslegen. Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Mutig! Ihr kämpft wie ein Mann! Richard Klötenschmerz. Ein erträglicher Aufwand. Wir sind bereit. So, jetzt kommen eh nur noch die paar Schwertkämpfer. Die sollten nicht das Problem sein. Jetzt können wir auch mal, da jetzt das vorbei ist, mal schnell die Mangen wieder besetzen. Euer Gnaden, unser Werkzeug ist Steuerungsgeräte bemannt. Einmal dahin feuern. Und los! Einmal dorthin feuern. Eine Nachricht von Nassim. Armbrustschützen neu. Ihr könnt euch nirgendwo verbergen. Hinzufügen. Ihr habt keine Zuflucht. Der Nizar könnte mir natürlich unglaublich auf den Sack gehen, wenn ich jetzt mit meinem Belagerungsturm vor will und der macht Nizar-Angriff hat mir auch noch ab. Weil wenn der mir jetzt meinen Belagerungsturm entgegenkommt. Ach, der kommt von hier. Okay. Waren das alle? Ich warte noch ein kleines bisschen ab. Ich traue dem Braten nicht so ganz. Achtung! Waffen geschultert! Warte, müssen wir. Geht doch. Mann! Oh, wir sind bereit. Haben wir Maximum? Vom Kalifen. Bereitet euch zum Sterben vor, Ungläubiger! 302, das geht. Ihre Armee hat die maximale Größe erreicht. Okay, ja, jetzt greift der Kalif. Das ist perfekt, jetzt direkt nach dem Kalif anzugreifen. Komm, ihr könnt schon mal raus in Position. Die Ritter irgendwie zum. Oh ja. Dafür sind die Ritter dann auch ganz praktisch. Und die. Nein! Oh nee, sag mir jetzt nicht. Was macht ihr? Oh. Nein, so. Ey, Danny, sag, geht mir so auf den Sack. Und wenn es nur darum geht, hier irgendwelche Bugs herbeizuführen. Was hier die Wegfindung angeht. Sehr eklig, ey. So, Kriegslots. Ja, Kriegslots. Richtig verstanden. Pioniere 3, Schwertkämpfer 4, Hearts auf 5. Was? Eine Nachricht von Kalifen. Ihr strapaziert meine Geduld! Ich werde euch zermalmen! So, Kalif, schauen wir mal, wer wen zermalmt. In Ordnung, wir folgen euch. Steht zu Diensten. Denn jetzt wird zurückgegrußt. Die Klingen sind geschärft. Sachte Tom. Auf die Rösser. In den Sattel. Für die Ehre. So, du holst hier mal das ganze Nervzeug. Ihr wartet ein bisschen. Die Pferde sind zwecklos. Hier lassen wir schon mal schön alles anzünden, was nur nervig sein könnte. Und ihr könnt ran. Schwerti ist ran. Schwerti ist vor. Noch ein Tor. Ja, du kannst natürlich runter und von innen. Alter, was geht denn? Tatsache, du machst. Das ist nicht zu fassen. Es ist einfach. Es hat einfach nur riesiges Comedy-Potenzial mittlerweile. Ah, das Feuer. Komm, mach die da oben weg. Sehr gut. Haben wir nur noch. Wir haben nur noch 16. Wo sind die alle draufgegangen, bitte?
von Basil. Okay, räumt noch ein bisschen die Türme. Der Angriff ist es noch nicht gewesen. Aber wo der herkommt, ist noch viel mehr. Macht noch ein bisschen Schaden. Was hat mir da so viele Schwertkämpfer zerhackt? Komm, komm, Speicher. Sehr gut. Ah, ja, es ist ja eigentlich noch eine Weile frei und offen. Sollte man nutzen. Es werden, Rekruten benötigt sein. Eine Nachricht vom Kalifen. Seht euch vor, Ritter. Seht euch vor. Hat er irgendwas angezündet? Nee, eigentlich nicht. Da hat der Bock die Steinvorräte verloren, um den Wolfhalter zu nerven. Der Krieg ist ermüdend. Ihr seid ermüdend. Was hat mir da so viel Schwertkämpfer weggehauen? Waren das echt die Mangen? Wahrscheinlich waren es die Mangen. Ja, jemand greift den Belagerungsturm an. Der Belagerungsturm, echt. Ein Belagerungsturm ist den anderen hochgefahren, außenrum des Tors wieder runter und hat dann von innen. Und da denkt man, man kann's. Und da denkt man, dass bei Stronghold 2 ist schon bescheuert, dass Leiterträger eine Leiter nehmen, die Leiter mit der Leiter hochklettern und dann nach innen mit einer runterlassen. Aber das toppt wirklich alles. Herrlich. Ja, ich glaube, wir gehen auf Plan B52. Soll heißen. Kalif wird im Grunde Boden geschossen. Soll schnell einen Katapultsturm geben. Dann ziehen wir die Katapulte etwa hier. Schießen ordentlich alles zu Klump. Obwohl, nochmal die gleiche Aktion. Jetzt ist hier viel weniger Bemannung. Okay, genau für sowas könnten sich tatsächlich Pikiniere mehr lohnen. In großen Massen. Weil da macht es weniger aus, wenn die hier ständig von der Mangel zerquetscht werden. Das ist schon eklig, wenn man wirklich fast 60 Schwertkämpfe losschickt und gerade mal 20 erreichen die Mauer. Nicht mal ganz, weil die meisten schon durch die Steine draufgegangen sind. Das Feuer war noch nicht mal das Hauptproblem. Das Feuer hat die wenigsten getötet. Die wurden wirklich alle durch Mangel oder was weiß ich fast zerquetscht. Weil, keine Ahnung, spontaner Durst oder sowas. Mussten alle aufs Klo auf einmal. Wir könnten übrigens wieder Holz gebrauchen. Ich sehe schon, wie kleben schon seit Ewigkeiten noch 6 Armbrüsten fest. Die Bäume wuchern weiter. Komm, ein dritter Holzfäller können wir uns jetzt auch noch leisten. Ein erträglicher Verlust. Ihr werdet als der gütigste Mann. Wie viel Steuern haben wir mittlerweile? 100. Schön, das zieht immer schön rein. Wie lautet der Plan? Palalala. Euer Gnaden. Der W-Plan. Wartet mal kurz. Wenn ich hier einen Turm hinbekomme, sobald die Meuchelmörder weg sind. Sobald die Meuchelmörder gehen mir so auf den Sack. Den Isar als letzten zu machen, damit tue ich mir auch keinen Gefallen eigentlich. Entfernung zur Burg ist zu hoch. Entfernung zur Burg ist auch korrupt wie Sau irgendwie. Okay, ein bisschen weiter vor, bitte. Danke. Zur Stelle. Achtung. Mit einer Magie kriegt man da nicht sehr viel erreicht. Machen wir es so. So, aber zumindest kann ich hier meine Katapulte aufbauen. Ziel eskortiert. Sire. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Belagerungsgeräte. Konstruieren Belagerungsgeräte. Waffen geschultert. So, dann gucken wir mal. Ab wo an wir den Kalif mal ordentlich auf den Sack gehen können. Ah, da müssen wir noch näher ran. Schon glatt schade. Aber egal. Wir wollen nur, dass er leidet. Okay, ab hier treffen, aber hier werden wir auch schon von vielerlei Stellen beschossen. Dafür könnten wir jetzt vielleicht Schilde gebrauchen. Es in meine Ländereien einzufallen?
auf die Rösser. Gut, Feuerballisten können auch eine Arbeit geleistet haben. Geht so. So gut wie erledigt. Wisst ihr was? Jetzt ist hier offen. Ich schicke die Ritter durch und die sollen nochmal einen Grund speichern und so vieles Inneres kaputt machen. Das ist eine gute Kombinationsarbeit. Steigt auf, Brüder. Wenn jetzt auf die Rösser wieder offen wäre. In den Sattel. Wir benötigen Steine. So gut wie die Pferde sind gesattelt. Steigt auf, Brüder. Gegen sagt mal. Wie schnell der halt immer wieder seine Mauern zurück zubaut. Und selbst wenn da Gegner in der Nähe sind, das ist dem wurscht. Der Plan ging mal schön nach hinten los. Eine Nachricht vom Wolf. Dafür werde ich mich rächen. Gut, was habt ihr vor? Wie lautet der Plan? Mit Schilden habe ich ein Problem. Ich habe schon überlegt, ob ich hier mit Schilden vorrücke, aber dann werden mich die Mangel unter Beschuss nehmen. In den Sattel. Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Schützt eure Leisten. Jetzt könnte ich es aber tatsächlich nochmal mit dem Belagerungsturm probieren, wenn ich mir das so anschaue. Ja, meine Salami ist kaputt, ist in Ordnung. Wir benötigen Steine. Eine Nachricht von ihm. Ich danke für diese Reise, was Ihnen eine unangenehme Anwesenheit tun. Euer Gnaden. Noch mal ein paar in Reserve halten. Ein erträglicher Werkzeug ist bereit. Hi. Ach du lieber Gott. Daran hängt's also. Ihr habt nicht genügend Güter. Achtung! Eure Lordschaft! Vorwärts, Pikiniere! Zur Stelle! Konstruieren Belagerungsgeräte! Nochmal bitte. Der Kalif hat jetzt kaum noch was auf den Türmen hier. Wir haben eigentlich einen schön toten Winkel, was seine Feuerwerfer angeht. Der Odem des Nordens. Versucht nicht, eurem Schicksal zu entkommen! Steht zu Diensten! Wir sind bereit! Hi. Es werden Waffen benötigt, zu Diensten! Zeit. Auf dem Weg. Achtung! Was ich 18. Ein erträglicher Verlust. Eine Nachricht von Vasir. Ungefähr dann gebe ich noch fast 200 Truppen. Frieden, Elender. Wo sind viele Sklaven dabei, aber hä? Gebt uns eine Aufgabe. Wir sind es bereit. Werden Waffen benötigt. Eure Lordschaft. Können wir helfen? Wir folgen euch, Herr. Versuchen wir es gleich nochmal. Ein erträglicher Aufwand. Euer Gnaden. Nein, nicht den Weg. Wir machen uns auf. Obwohl wir. Ihr seid. Gut, wenn die Weg angreifen, müssen wir uns mit den Feuerbündnissen anlegen. Auf kurzer Lang würde ich dann aber wirklich gerne mal hier vorstoßen. Auf den Weg. Was soll konstruiert werden? Wir sind bereit. Ei. Es werden Waffen so. Stehen. Das könnt ihr so langsam mal hinhauen. Wieder. Und los! Ach, jetzt macht's der Emil wieder so, dass er plötzlich seine berittenen Bogenschützen stehen lässt. Den Typ muss echt mal jemand verstehen. Waffen geschultert! Bereit, eure Lordschaft! Zur Stelle! Belagerungsturm bereit, Sire! Wann? Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Was zum... Wo kommst denn du her? Wie ein Mann. Ihr verlangt viel. Ei. Die Pferde sind gesattelt. Ach, jetzt kommst du, oder was? Ach komm, geh mir doch nicht. Hau ab. Auf sie, irgendwer ist zwecklos. Bereit, Sire! Da waren doch keine Schwertkämpfer mehr. Ja, super, dann war's mit meinen Rittern. Ich hasse es. Warum will mir gerade alles in die Pläne rein spucken, regelrecht? Ich immer noch ein bisschen nachholen. Alter, gut, die laufen durchs eigene Feuer, von mir aus. Habt Spaß. Vorwärts, Männer! Schultert die Waffen. Wir folgen euch. Gucken wir mal, ob das irgendwie hinhaut. Hier versuchen wir das Tor aus irgendwie zu zerhackstücken.
Das ist nicht schlecht, was hier durchkommt. Das hat Potenzial. Ja, lasst die alle ruhig schütten. Wisst ihr was, bevor ich da runtergehe? Obwohl, ich sehe keine Feuerwerfer mehr. Kommt runter. Da ist noch einer mit Pech. Solange der mir nicht... Ah doch, ich sehe den Feuerwerfer. Ach du Scheiße. Ja doch, da ist noch genug was mit Feuer. Alter. Hätte ich doch einmal außenrum geräumt, lieber. Ich hab mich spontan verleiten lassen. Wir sind bereit. Es werden Waffen benötigt, Sire. Jetzt kaufen wir mal ein. Kommt. Wir sind bereit. Es werden Rekruten benötigt. Gleich die nächste Welle hinterher. Beeindruckend. Ihr habt nicht genügend Gold. Nein. Ihr habt nicht genügend Gold. Ich hasse es, wenn das passiert. Ihr habt nicht genügend Güter. Ei. So, und auch mit dem Geschwindigkeitsdefizit soll es dann reichen, dass ihr dann relativ ähnlich ankommt von der Zeit her. Ob ich da gerade Sklaven rumfackeln gehört? Macht mich jetzt nicht wahnsinnig hier. Oder ist das... Sind es die Scheiterhaufen? Kann auch gut sein. Das ist psychische Folter. Hört auf damit. Wir sind bereit. Es werden Waffen benötigt. Spürt meine Klinge! Und ran. Ihr verlangt viel. Ei. Wir versuchen einfach mal vorzugehen. Wer spießt am meisten auf? Alter, was da wieder durch die Steine zerhaut wird. Wir haben schon wieder... Guckt euch das an! Wir haben schon wieder über 10 Schwertkämpfer verloren. Wenn wir durch solche Multikills durchkommen. Mann, wir sind echt so OP in dem Spiel. Warum bleibt ihr stehen? Komm, wir laufen jetzt einfach durch die Bucht durch. Warum kommt ihr nicht? Ach nee, das sind Sklaven, die meinen Belagerungsturm anfackeln wollen. Sehe ich das richtig? Und hier war irgendwo ein Feuer. Wenn wir schon vom OP sprechen, darf ich das Feuer natürlich nicht außen vor lassen. Es gibt einen Grund, warum ich so selten Schwertkämpfer einsetze. Ich werde jedes Mal nicht aufs Neue enttäuscht, wenn ich das Gegenteil beweisen will. Nein, ich wollte nicht pieken. Ich wollte eigentlich jetzt Pikeniere machen in Massen da. Gegen Kalif am besten Pikeniere, weil die wenigstens feuerresistent sind. Weil irgendwo hat er immer noch mal ein Feuer in der Hand. Das geht einem so auf den Sack. Ihr habt nicht genügend Gold. Eine mutige Leistung. Dafür, dass ich diese Folge von Kalif kaputt machen wollte, hat das ja wirklich wunderbar funktioniert. Lass mich raten, hier ist auch wieder. Ich hasse es, wenn es einfach nicht vorangeht. Ich würde ja gerne noch seine Wirtschaft zerstören, aber der hat ja fast die C draußen. Der Kalif zieht sich ja immer Geld aus dem Allerwertesten raus. Wie sonst was. Ich kam jetzt nicht mal dazu, hier oben die Burg richtig zu räumen. Das hätte ich vorher mit den Schwertkämpfern machen sollen. Aber die Mang, das ist so ekelhaft. Weiter außen rum, ich laufe so weit außen rum, aber dann beschießen mich die Feuerballisten hier. Steht zu Diensten. Es werden Waffen benötigt, Sire. Wahrscheinlich sind gerade die Leute untätig rumstehen. Hier kann ein bisschen weg. Steht zu Diensten. Mit Rittern könnten wir. Ja, doch. Ja, doch, eigentlich schon. Steht zu Diensten. Komm. Machen wir gleich mal ein bisschen Ritteralarm. Wollen wir noch ein bisschen was dazu? Und das Stück ist eigentlich eine schöne Zahl. Ich möchte den Kalif einfach nur so weit runterdrücken. Steht zu Diensten. Machen wir 19, passt schon. Ein erträglicher so soll es funktionieren. Ah, jetzt haben sie den Feuerwerfer. Mann!
Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Die Wüste ist ein grausamer Schauplatz für einen Kampf. Ich weiß nicht, ob der Trümmerke was bringt, was zusammen. Habt den Mut dazu. Steigt auf, Brüder! Auf die Rösser! Ich hätte gehen wir jetzt nicht auf die Eier. So, weg. Nichts Persönliches, aber du bist ein Arsch. Auf sie. Zack, Feuer und Feuer und Feuer und nochmal. Alter! Also, das hat ihn wahrscheinlich auch nichts mehr gekostet. Nicht groß was. Der Kalif baut das ja auf wie sonst was. Ja, das bringt gar nichts hier, das Ding. Einfach 500 berittene Bogenschützen, das Ding wäre gegessen, aber wir sparen, die können ja keine. Ja. Ihr wisst schon. Wir können ja keine arabischen Einheiten bauen hier. Erstmal eben die Schwerter gut sein. Die Arbeit wurde eingestellt, my lord. Eine trägliche Aufgabe. Eine Nachricht von Vasil. Schießt ihr gar nicht. Lasst meine Burg in Frieden, Elender. Wolf belästigt dich auch schon viel zu lange nicht mehr. Wir benötigen Steine. Wir benötigen Steine. Sie ist ja auf den Kalif fokussiert gerade gewesen die ganze Zeit. Ihr seid ermüdend. Ich werde euch ein für alle Mal ein Ende bereiten. Flugbahn ist berechnet. Wir benötigen Steine. Das war ein Mörchenmörder, habt ihr das gesehen? Ding, 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 ding. Eine Nachricht vom Wolf. Können wir die auch detekten? Dafür werde ich mich rächen. Ihr habt nicht genügend Güter. Von Nasir. Stinkende Oden des Nordens. Versucht nicht, eurem Schicksal zu entkommen. Oh, Wolfi kommt wieder. Ah. Achtung! Trinken wir eine Armbrustschützen hier. Achtung! Eine Nachricht vom Wolf. Ich werde euch töten, euch und eure Männer. Ich muss jetzt endlich mal Fortschritt erzielen. Erträglicher Verlust. Ein Nachricht von Emir. Ein Donner. Was für ein Unheil. Ein Vorteil wäre es ja schon mal. Ei. Ich habe ein neues Ziel. Es werden Waffen benötigt, Sire. Ihr seid der drittgrößte. Und los. Ein erträglicher Verlust. Der wird euch. Hier könnte ich tatsächlich wieder Ritter gebrauchen, obwohl die Pikiniere das auch tun. Aber gern. Deckt mir mal auf. Vorwärts! Denn jetzt könnte ich eigentlich hier wieder aufbauen. Und hier könnte ich wunderbar mit einer Mangel eigentlich beim Nasir rein, Nisa reinballern, um mir auch wieder Zeit zu erkaufen. Solange ich das so halte. Wir benötigen Holz. Okay, sobald der Steinbruch steht, habe ich Probleme. Vielleicht sollte ich den erstmal weglassen, tatsächlich. Ihr habt nicht genug Gold, um diese Einheit auszubilden. Diese Einheit. Anführungszeichen. Achtung! Waffen geschultert! Zu Diensten. Bruder denkt sich auch, der denkt ernsthaft, warum heißt das eine Einheit? Was soll ich hier aus? Vorwärts, Pikiniere! Pikachu. Sie was wünscht ihr? Sire. Ei. Wieso darf ich hier einen Druck bauen? Ansonsten nichts. Das ist nur wegen dem Mist hier. In Ordnung.
Eine Nachricht vom Wolf. Könnte mir vielleicht irgendwer diese Pestbeule vom Hals schaffen? Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Schon wieder. Es ist... Was wünscht ihr? Uns entgeht niemand. Achtung! Bereit, eure Lordschaft. Zur Stelle. In Ordnung. Achtung, und los! Eure Lordschaft. Jetzt haut endlich mal ab mit euren blöden Holzfällerhütten. Schultert die Waffe, wer spießt am meisten? Was wünscht ihr? Menschlicher Verlust. Es schlummert die Bäume. Nachricht vom Wolf. So. Dafür werde ich mich rächen. Lassen wir es erstmal so. Ei. Im Laufschritt. In Ordnung. Ein unmögliches Gerät bemannt. Ja, ich könnte natürlich Stein vollkommen weglassen, dafür eine Mange mehr besitzen zum Schießen. Hervorragend. Ziel im Visier. Oh, komm, ich glaube, in dieser auf den Sack zu gehen, das ist gerade das Beste, was ich mir überhaupt nur gönnen kann. Ich habe eh kein Geld mehr. Wenn wir den jetzt noch ordentlich beschießen, dann tut das weh. Wir benötigen Steine. Nicht gehört. Und jetzt können wir uns auch nicht mal Stein vollkommen leisten. Sind zu knapp, Sire. Und nicht nur das, wir könnten tatsächlich runtergehen und hier unten mal Holzfäller. Da die weit vom fernab sind und auch positiver Angstfaktor ist, könnte man eigentlich zwei hinsetzen. Noch ehe dieser Tag zu Ende ist, wird ein Banner über eurem Bergfried flattern. Das ist noch wunderbar. So. Aru ist jetzt hier. Ernsthaft, jetzt habt ihr... Ey, kommt. Geht hier weg mit dem Mist. Zumindest nicht damit, dass die Ausgabestelle da drüben ist. So, viel besser. So, holen wir uns Steine endlich. Jetzt auch lange drauf gewartet. Vielleicht kriege ich sogar ein bisschen Eisen. Für das kleine Bonus wäre das nicht schlecht. Die Waffenkammer ist voll, my lord. Ist sie das, ja? Nee, Tatsache. Ich werde nicht angelogen. Hi. Es werden Waffen benötigt sein. Und von hier aus können wir uns mit Katapulten. Ich glaube, wir machen noch den Nisar zuerst. Alles andere ist zu stressig. Planänderung. Kalif will nicht sterben. Es tut mir leid. Lassen wir auch mal den ganzen Mist mit dem Wolf soweit. Ich meine, klar, es ist noch wichtig, Wolfen Druck zu machen, aber... Jetzt die ganze Zeit die Mangel nachzubauen, das geht jetzt gerade zu sehr auf die Eier. Ich könnte jetzt... Ja, klar, ich könnte Schilde hochstellen, aber Schilde auf Türmen... Nee, das lasse ich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das uns im Sinne des Erfinders ist. Das ist eines der Dinge, wo ich mich mal aus dem Fenster lege. Beim anderen sage ich, ist es immer Auslegungssache, aber Schilder auf Türmen, das ist echt so. Schwierig einfach nur. Da lädt mir mal schön rein. Wunderbar. Ah, sehr schön. Wisst ihr was? Wir machen jetzt tatsächlich mal die Taktik, alle Türme zu Stumpen machen, bitte. Oh, ich bin nun mal auch relativ ungern, aber hier bietet es sich einfach an. Jetzt weiß man, dass das nicht so leicht ist. Eine Nachricht von Nasir. Und wenn ihr verirrt sich immer mein Stein. Du hast ziemlich viele Hände, wenn du deine Türme so damit symbolisierst. Was hat er noch an Reserven? Ein erträglicher Verlust. Ja, aber wenn ich auf die Uhr gucke, würde ich mal sagen, wir sind jetzt schon ein ganz gutes Stück drin. Und ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann wieder bei der nächsten Folge.